1794, die Conciergerie in Paris. Das Gefängnis ist eine uneinnehmbare Festung am Ufer der Seine. Nasskalt, voller Ratten. Berüchtigt als das Vorzimmer des Todes. Drinnen wird die Stimme des Volkes zum Schweigen gebracht. Das Haar geschoren, der Nacken blank für die Guillotine. Maximilien Robespierre bereitet sich darauf vor, den Preis für das zu zahlen, was er in Gang gesetzt hat. Eine Explosion an Ereignissen. Die Französische Revolution. Die Französische Revolution war der außerordentliche Moment, in dem das Volk daran zu glauben begann, dass fast alles erneuert werden könnte. Nicht nur die Politik und die gesellschaftlichen Institutionen, sondern auch die menschliche Natur an sich. Die Französische Revolution stellte die Weichen für die moderne Welt. Sie war der Wendepunkt, an dem sich alles veränderte. Die Revolution bereitet dem feudalen System mit seinen aristokratischen Traditionen ein Ende. Gewaltsam beschreitet sie den Weg in eine neue Zukunft. Sie erschüttert Europa in seinen Grundfesten. Ihre Auswirkungen reichen über die Grenzen des Kontinents hinaus. Die Französische Revolution ist das wichtigste historische Ereignis in der westlichen Geschichte. Es gab andere bedeutende Entwicklungen, die industrielle Revolution, den Kapitalismus, aber es gab kein wichtigeres Ereignis. Die Revolution veränderte die Dinge grundlegend. Man befreite sich von der katholischen Kirche, dem Christentum, dem Adel, dem König. Die Revolution beschert den Armen Brot, Frankreich die Demokratie. Sie etabliert eine völlig neue Gesellschaftsordnung. Aber der Fortschritt fordert seinen Preis. Es war ein Moment der außerordentlichen Hoffnung mit großartigen Zielen. Doch dann wurde daraus eine Tragödie. Nun ein gebrochener Mann, war Robespierre noch zwei Tage zuvor siegestrunken. Der Mann an der Spitze der größten und blutigsten Revolution, die Europa jemals gesehen hatte. Nur seinen Idealen verpflichtet, nannte man ihn den Unbestechlichen. Ein Wort von ihm konnte eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Er ist ein brillanter Redner. Worte sind Robespierres Waffen. Nun zum Schweigen verurteilt, erwartet ihn das gleiche blitzschnelle und brutale Ende, das er so vielen anderen bereitet hatte. Die Revolution frisst ihre Väter. Niemand hätte die kommenden Turbulenzen voraussehen können an diesem Frühlingstag im Jahr 1770. Das Schloss von Versailles ist bis unter sein vergoldetes Dach mit Mitgliedern und Gästen des königlichen Hofes gefüllt. 1682 fertiggestellt war Versailles das Meisterwerk Ludwigs des 14. Der Sonnenkönig wollte Abstand schaffen zwischen sich und seinen Untertanen und verlegte seinen Sitz aus der Hauptstadt nach Versailles, 20 Kilometer westlich von Paris. Dort ließ er das prunkvollste Schloss bauen, das Europa je gesehen hatte. Fast 100 Jahre ist es bereits Sitz der französischen Monarchie. Und nun ist es Schauplatz einer strategisch ausgeklügelten Hochzeit. Der Enkel König Ludwigs des 15., Prinz Louis Capet, der Thronfolger, steht kurz davor, sich zu verehelichen. Louis Capet ist 15 Jahre jung. Er ist schüchtern und von zögerlichem Charakter. Er hat nur wenige der für einen König erforderlichen Qualitäten. Auch als Ehemann ist er kaum geeignet. Louis war ein plumper, scheuer, unbeholfener 15-Jähriger, ohne jegliche Umgangsformen. Die Mätresse von Ludwig dem 15., Madame du Barry, nannte ihn einen dicken, schlecht erzogenen Jungen. Er war ein Tölpel. Ludwig dem 16. fiel es schwer, Entscheidungen zu treffen. Er zauderte ständig. Er war immer bereit, sich von der Person überzeugen zu lassen, mit der er gerade sprach. Das sind nicht gerade Führungsqualitäten. Ludwigs Hochzeit ist eine politische Verbindung zwischen dem österreichischen Königshaus, dem der Habsburger, und seinem eigenen, dem der Bourbonen. Die Hochzeit soll aus einer alten Rivalität ein neues Bündnis schmieden. Die junge Braut, die man nach Frankreich schickt, ist ein großäugiges, hübsches, 14-jähriges Mädchen. Marie Antoinette.
Marie Antoinette ist eine österreichische Erzherzogin. Sie ist die jüngste Tochter von Kaiserin Maria Theresia. Dass sie nach Frankreich verheiratet wird, bedeutet die Bildung einer neuen Allianz. Frankreich und Österreich werden durch die Hochzeit zum ersten Mal Partner statt Feinde. Marie in Frankreich, das ist ein politisches Signal. Sie selbst, ein Teenager, hat wenig Interesse an politischen Dingen. Als Marie nach Versailles kam, war sie sehr jung. Sie wusste nicht viel über das Land. Sie kannte die Gepflogenheiten nicht, wusste nichts über den Königshof. Sie war ein eigensinniges, quirliges Mädchen, aber eben noch ein Mädchen. Als Marie Antoinette nach Versailles kommt, ist sie nur ein Teenager. Sie ist 14, blond, blauäugig, sie ist hübsch, sie mag es, bewundert zu werden. Sie kommt mit der Vorstellung, ihren Mann und ihre neue Familie für sich einzunehmen. In der Hochzeitsnacht tobt draußen ein unheilvoller Sturm. Innen erstrahlt der Palast im Glanz einer prunkvollen Zeremonie. Die frisch Vermählten machen sich auf ins königliche Schlafgemach. Um symbolisch die Zeugung eines Erben zu sichern, ist der Hofstaat anwesend, während das peinlich berührte junge Paar zum ersten Mal gemeinsam ins Ehebett steigt. Die Menge ist entzückt. Die Erwartungen sind groß. Doch als die Vorhänge zugezogen sind, wird klar, ein Erbe wird hier nicht so bald produziert. Ludwig hatte nicht nur kein Interesse zu regieren, auch die Liebe ließ ihn kalt. In den ersten Nächten schenkte er ihr überhaupt keine Beachtung, wie auch danach in der Ehe. Es wird Jahre dauern, bis die Ehe vollzogen ist. Das Ausbleiben eines Erben sorgt im ganzen Land für Gespött. Für das Paar wird es in den kommenden Jahren zu einer großen Belastung. Das Hochzeitsfest in Versailles dauert 4 Tage. Doch außerhalb der Schlossmauern ist niemandem zum Feiern zumute. Nach jahrelangem königlichem Missmanagement ist das französische Volk ausgezehrt und hungrig. 8 Jahre zuvor hatte Ludwig XV. Den Siebenjährigen Krieg verloren und musste seine Territorien in Nordamerika an England abtreten. Der verhängnisvolle Konflikt hatte Frankreich nicht nur Ansehen, sondern auch viel Geld gekostet. Die Staatskassen sind leer. Dabei nimmt die Bevölkerung mit jedem Tag zu. Die Pest ist nur noch eine dunkle Erinnerung. Immer weniger Menschen sterben, aber immer mehr haben Hunger. Die französische Bevölkerung wuchs im 18. Jahrhundert von 20 Millionen auf 26 Millionen. In den 2 Jahrhunderten zuvor war sie nur um 1 Million gewachsen. Es gab Verteilungskämpfe und Angst. 1774 verliert Prinz Louis' Großvater seine letzte Schlacht gegen die Pocken. Ludwig XV. Stirbt als geschlagener und ungeliebter König. Sein Land lässt er am Rande des Ruins zurück. Prinz Louis besteigt nun den Thron. In einer verschwenderischen Zeremonie wird er zum König gekrönt. Louis ist nun Ludwig XVI. Der Aufwand der Krönung täuscht nicht darüber hinweg, dass er völlig unvorbereitet und ungeeignet ist. Als sein Großvater starb und klar war, dass er nun König ist, wusste Ludwig überhaupt nicht, was er zu tun hatte. Er fühlte sich, als sei ihm der Himmel auf den Kopf gefallen. Auch wenn seine Ausbildung stets auf seine künftige Aufgabe hin ausgerichtet war, fühlte er sich noch nicht bereit. Für ein Königreich in einer schweren Krise ist Ludwig XVI. Der denkbar schlechteste Regent. Der 20-Jährige betet: Gott schütze uns, denn zum Regieren sind wir zu jung. In der abgeschlossenen Welt von Versailles beginnt für Ludwig und Marie ein neues Leben als junge Monarchen. Doch auch 20 Kilometer weiter in Paris beginnt Neues heranzuwachsen. Etwas, das mit der Monarchie an sich nicht vereinbar ist. Es ist eine Zeit gefährlicher neuer Ideen. Es ist das Zeitalter der Aufklärung.
Die königliche Kutsche nähert sich dem angesehenen Collège Louis le Grand. Die Menge strömt zusammen, um einen Blick zu erhaschen. Der neue König, Ludwig XVI., und seine schöne österreichische Frau werden in Paris willkommen geheißen. An der Spitze des Empfangskomitees steht ein vielversprechender junger Student der Jurisprudenz, Maximilien Robespierre. Als Robespierre noch ein Schuljunge war, besuchte der König seine Schule. Und Robespierre hielt eine lateinische Ansprache. Er hat also bereits als Teenager mit Ludwig XVI. Gesprochen. Robespierre trägt seine lateinischen Worte respektvoll vor. Aber der König nimmt den jungen Mann kaum wahr. Jahre später wird das Schicksal sie erneut zusammenführen, unter ganz anderen, finsteren Umständen. Es war eines der Rituale, wie es sie in Schulen so gibt. Später konnte man es als Ironie der Geschichte sehen. Der junge Robespierre, der eine Rede zu Ehren des Mannes hält, den er später umbringen wird. Doch jetzt ist der Empfang warm und die Schmeichelei aufrichtig. Der Besuch des Königspaares mag die Herzen der Menschen erreicht haben, doch ihre Gedanken gehen bereits in eine ganz andere Richtung. Seit dem Mittelalter ist die Gesellschaft qua Geburt in drei Klassen geteilt. Es gibt eine unüberwindliche Kluft zwischen dem Reichtum des Adels und des Klerus und der Armut der Bauern. In der Blüte des 18. Jahrhunderts beginnen Vernunft, Verstand und Bildung, dieses althergebrachte Gefüge ins Wanken zu bringen. Es gibt radikal neue Ansichten und neue Literatur und über alles öffentliche Debatten. Paris ist nun das weltweit anerkannte Zentrum der Philosophie. In der Stadt blühen das Wissen, die Gedanken, der Geist neuer Möglichkeiten. Es ist das Jahrhundert der Aufklärung. Die Aufklärung ist eine Bewegung, die Autoritäten in Frage stellt, die auffordert, an nichts zu glauben, was andere einem vorgeben. Denke selber darüber nach und überprüfe es. Im alten Europa wurde einem gesagt, was man zu denken hatte. Man bekam es von oben vorgegeben, vom Herrscher oder dem Priester. Der Gedanke, dass man Wissen für jedermann zugänglich machen konnte, etwas Bildung und Geld vorausgesetzt, war revolutionär. In den elitären Salons von Paris treffen sich die Aristokraten und diskutieren über die Vernunft. Stichworte und Ideen liefern Autoren wie Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Neue Stimmen, die für die Freiheit des Einzelnen fechten. Und vor allem für Gleichheit. Die größte Leidenschaft für diese neue Literatur pflegt die Oberschicht. Doch die Ideen der Aufklärung durchdringen alle Schichten. Und das neue Selbstbewusstsein der Bürger und ihre Forderung nach Gleichheit beginnt für das aristokratische Verständnis zur Bedrohung zu werden. Was es so gefährlich machte, war, dass man sich fragen konnte, warum der Adel privilegiert war, warum die Welt so und nicht anders geordnet war und ob man dies nicht ändern könnte, eine bessere Welt schaffen und Fortschritt ermöglichen. Doch all diese Gedanken untergruben die Auffassung, dass Monarchie, Aristokratie und Hierarchie natürlich sind. Um die Ideale der Aufklärung verwirklicht zu sehen, muss man nur einen Blick über den Atlantik werfen, nach Amerika, das sich mit dem Kampf um Unabhängigkeit vom Joch der alten Welt zu befreien sucht. König Ludwig strebt nach einer Revanche für die Niederlagen seines Großvaters und sieht die Chance im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ludwig stellt hierfür 2 Milliarden Livres bereit, eine Summe, die ausreichend wäre, um 7 Millionen Franzosen ein Jahr lang Brot und Obdach zu geben. Diese Ausgaben sind der Anfang von Frankreichs finanziellem Zusammenbruch. Amerika bedeutete für Frankreich den Bankrott. Für den Krieg gegen die amerikanische Unabhängigkeit musste Frankreichs Monarchie enorme Schulden aufnehmen, was in ihrer Situation mehr als kritisch war, denn sie konnte diese Schulden nicht zurückzahlen. Während Ludwig Geld und Truppen über den Atlantik schickt, macht Marie ebenfalls enorme Schulden. Das Leben in Versailles ist eine nicht enden wollende Abfolge ewig gleicher Rituale und Formalitäten. Vom Wecken, übers Ankleiden, das Essen bis zum Zubettgehen, alles ist zeremoniell festgelegt. Um bei diesen ganzen Zwängen bei Laune zu bleiben, verlegt sich Marie Antoinette auf ein immer auffälliger werdendes Äußeres.
Marie war von der Mode besessen. Besonders von diesen meterhohen Frisuren, die Stunden um Stunden erforderten, um sie mit all den Schmuckelementen zu verzieren. Auf viele Menschen wirkte das obszön. Sie versinnbildlichten alles, was mit ihr, mit Versailles und dieser Kultur nicht stimmte. Neben außergewöhnlichem Aussehen beschäftigt sich Marie mit höfischem Tratsch, mit Glücks- und Schäferspielen. Ihr aufwendiger Lebensstil trägt ihr den Spitznamen Madame Defizit ein. Marie wird Madame Defizit getauft. In einer Zeit, in der das Land finanziell am Abgrund steht und sie das Geld ausgibt, als sei nichts weiter geschehen. Für Kleider, Juwelen, Schuhe. Sie war die Imelda Marcos ihrer Tage. Bei all den Schulden, die Marie macht, bleibt sie ihrem Land selber das Wichtigste schuldig. Einen Thronfolger. In den 7 Jahren ihrer Ehe haben Ludwig und Marie noch kein Kind gezeugt. Marie befindet sich in einer äußerst prekären Situation. Aufgabe einer Königin ist es, einen männlichen Erben zu gebären. In dieser Zeit gibt es viel Kritik, man ist unzufrieden. Viele sagen, der König hätte diese österreichische Erzherzogin sowieso nicht heiraten sollen, aber nun kann sie ihm nicht einmal einen Thronfolger geben. Für Marie ist die Lage desperat. Ludwigs Appetit auf Essen ist unbestritten. Sex dagegen möchte er nicht einmal zum Dessert. Maria Theresia, Kaiserin von Österreich, Maries Mutter, fragte, wenn ein so prächtiges Mädchen wie meine Tochter ihn nicht in Schwung bringt, was ist es dann? Was ist nur los? Ludwig XVI. Und seine junge Frau waren 7 Jahre nicht zur Zeugung fähig. Das warf von Anfang an einen Schatten auf seine Regentschaft. Sein Interesse für das Schlosserhandwerk war allgemein bekannt und es gab jede Menge Gassenhauer über Ludwig den Schlosser, der das Schlüsselloch nicht finden kann. In Ludwigs Zeugungsunfähigkeit sah man zugleich eine mangelnde Tauglichkeit zur Regentschaft. Nach jahrelanger Frustration und äußerem Druck wird bei Ludwig eine Vorhautverengung diagnostiziert. Ludwig hatte eine Deformation, die eine Erektion für ihn extrem schmerzhaft machte. Deshalb hatte er keinen Verkehr, bis man dies chirurgisch korrigierte. Er war zu Tode erschrocken, eine Operation vornehmen lassen zu müssen. Er gab sein Einverständnis erst nach Jahren. Aber dann, voilà. Nach einem kleinen Eingriff ist das Paar also doch in der Lage. Ein erstes Kind wird geboren, Marie-Thérèse. Doch Maries Ruf hat in den Jahren der Kinderlosigkeit zu großen Schaden erlitten. Er bleibt ruiniert. Seit Jahren kursiert im Land pornografische Satire über den König und die Königin. Obszöne Pamphlete mokieren sich über Ludwigs Impotenz und zeichnen von Marie das Bild einer Hure an einem zügellosen, verderbten Hof. Die Verbitterung über das Königshaus wächst, während die allgemeine Situation immer schlimmer wird. Eine ganze Reihe schlechter Ernten und die Abschaffung der Preisbindung haben die Kosten für Mehl in die Höhe getrieben. So herrscht Mangel am wichtigsten, an Brot. Doch an den Toren von Versailles endet jegliche Not. Der Hof setzt sein Leben in gewohnter Extravaganz fort. Beschwerden sind nichts als Papier. Eine Klage richtet sich direkt an den Hofstaat. Wisst ihr, warum es so viele Bedürftige gibt? Weil eure luxuriöse Existenz an einem Tag so viel verschlingt, wie 1000 Menschen zum Überleben brauchen. Der Mann hinter dieser Anklage? Derselbe, der nur ein paar Jahre zuvor den König kurz nach dessen Krönung erfreute. Maximilien Robespierre. Der Mann, der die Stimme des Volkes sein wird. Mit dem Ruf nach Freiheit, Gleichheit, nach Revolution. Im ausgehenden 18. Jahrhundert ist Versailles eine Oase an Extravaganz und Luxus, umgeben von einem Land, in dem die Verzweiflung regiert. Mit einem ungeschickten König am Ruder steuert Frankreich auf die Katastrophe zu. Nach 19 Jahren Ehe hat Ludwig 4 Kinder gezeugt. Doch als König bleibt er ein Schwächling. Um Führungsstärke zu zeigen, reformiert er das Finanzsystem.
Doch er macht einen entscheidenden Fehler. Er bürdet den Armen große Steuerlasten auf, während der Adel von Abgaben unbehelligt bleibt. Der stete wirtschaftliche Niedergang lässt die Unruhe im Volk wachsen. Sogar der Himmel scheint verärgert, straft Frankreich mit dem bittersten Winter seit 90 Jahren. Wenn Gott jemals eingegriffen hat, um eine Situation noch schlimmer zu machen, dann im Sommer 1788 und im Frühjahr 89. Im Sommer keimen bereits politische Probleme. Vor dem Hintergrund ernsthaften Nahrungsmangels werden sie dann zu einer handfesten Krise. Für das französische Volk ist im ausgehenden 18. Jahrhundert Mehl die Existenzgrundlage. Brot bedeutet Leben. Für die einfachen Menschen war Brot wichtiger als alles andere. Den Preis spürte jedermann. Wenn er sich verdoppelte, hatte man ein riesiges Problem. Unter Ludwigs Misswirtschaft steigen die Mehlpreise in astronomische Höhen. Die spärlichen Vorräte werden gehamstert. Ein Laib Brot kostet ein Monatseinkommen. Aus Hunger wird Wut. Im ganzen Land brechen Unruhen aus. Das Volk kämpft ums Überleben. Es kommt zu Überfällen. Bäckereien werden geplündert und Ladenbesitzer, die man verdächtigt, Brot zu horten, werden an Ort und Stelle gelyncht. Die Finanzsituation ist so chaotisch und desolat, dass die Banken Ludwig zwingen, einen Finanzminister zu engagieren, Jacques Necker. Er ist ein aufgeklärter Denker und beim Volk so beliebt, dass Ludwig vor Neid erblassen muss. Jacques Necker war Anfang 1789 zweifellos der beliebteste Minister. Er stellte sich auf die Seite des Volkes. In seinen Schriften erklärte er, es sei eine Pflicht der Regierung, dafür zu sorgen, dass jedermann genug Korn und Brot hat. Um den Staatsbankrott abzuwenden, bringt Necker König Ludwig dazu, die traditionelle Ständeversammlung einzuberufen. Es ist das erste Mal seit 175 Jahren, dass die Repräsentanten von Adel, Klerus und Volk zusammentreten. Frankreichs Gesellschaft war in drei Stände unterteilt. Der eine war der Klerus, dann gab es den Adel und der dritte waren alle anderen. Nach heutigen Schätzungen zählten 3% der Bevölkerung zu den ersten beiden Ständen. Dem dritten Stand gehörten 97% an. Viele empfanden es als ungerecht, dass der dritte Stand, dem ja die Mehrheit der Bevölkerung angehörte, nur ein Drittel der Repräsentanten stellen durfte. Es erschien unfair, dass Adel und Klerus, Bürger und Bauern immer überstimmen konnten. 4. Mai 1789. Ein fähiger, junger Anwalt und Politiker trifft in Versailles ein. Maximilien Robespierre ist Abgeordneter der Ständeversammlung. Er soll dem Volk eine Stimme geben. Die Interessen des Standes vertreten, dem auch er angehört. Dem Dritten. Robespierre, das Waisenkind aus der Provinz, hat es zu akademischen Ehren und großer Gelehrsamkeit gebracht. Er ist ein wortgewaltiger Redner, ein Pedant, auch äußerlich. Jedes Haar, jeder Satz sitzt perfekt. In seiner Heimatstadt Arras kehrt er, durch die Pariser intellektuellen Salons geschult, als Vertreter der Aufklärung zurück. In Arras ist er nun der Anwalt der Unterdrückten. In der Zeit, in der er nach Arras zurückkehrte, um dort zu arbeiten, beschäftigte er sich ausführlich mit der Literatur der Aufklärung. Als Anwalt brachte Robespierre in seine Fälle die Ideen der Aufklärung ein. In der Ständeversammlung fordern Robespierre und seine Mitstreiter, dass auch Adel und Klerus Steuern zahlen sollen. König Ludwig sieht den dritten Stand zunehmend als Bedrohung. Die Gesandten werden nach 6 Wochen fruchtloser Verhandlungen über einen Abstimmungsmodus zum Schweigen gebracht. Am 20. Juni finden die Delegierten den Versammlungssaal verschlossen. Sie vermuten eine Verschwörung und ziehen eine Tür weiter, in einen Saal für Ballspiele. Dort schwören sie, ihre Versammlung fortzusetzen, bis eine neue Verfassung verabschiedet ist. Die Abgeordneten erklären sich selber zur neuen Nationalversammlung. Sie sehen sich als die wahren Vertreter des französischen Volkes.
Der Ballsaalschwur ist einer der großen symbolischen Momente der Revolution. Es waren diese zahlreichen Menschen in dem großen Saal versammelt, die ihre Arme erhoben im Stile eines römischen Grußes. Die Nationalversammlung wurde sich ihrer Macht und Würde bewusst. Die Abgeordneten erkannten, dass sie dem König die Stirn bieten konnten. Die aus dem Widerstand geborene Nationalversammlung probt den Machtkampf mit der Monarchie. In ihr sind die unterschiedlichsten Stimmen aus allen Teilen des Landes versammelt. Sie ist ein dem Willen des Volkes verpflichtetes Parlament. Doch um dem König die Macht zu entreißen, reicht es nicht aus, eine Proklamation zu unterzeichnen. Die in Versailles errungenen frühen Siege stehen weitgehend nur auf dem Papier. Es gibt keine Mittel, das Erreichte auch durchzusetzen. Die Gesandten von Versailles müssen im Juli 1789 fürchten, dass der König seinen Truppen befehlen wird, die Versammlung einfach aufzulösen. Anfang Juli haben 30.000 königliche Soldaten rund um Paris Stellung bezogen. Das Volk gründet zum eigenen Schutz die sogenannte Nationalgarde. Die Pariser Waffenkammern werden gestürmt, 28.000 Musketen erobert. Das Einzige, was fehlt, ist Schießpulver. Doch das Volk weiß, wie auch das zu beschaffen ist. Im Zentrum von Paris ragt eine steinerne Festung empor, ein berüchtigtes Symbol für die Feudalherrschaft, die Bastille. Sie beherbergt die Pulvervorräte der Stadt und ist als Gefängnis gefürchtet, als ein Ort grausamer Folter und furchtbarer Tode. Die Bastille war das Symbol für königliche Gewaltherrschaft, für ihr Überschreiten der Machtgrenzen. Die Bastille war der Inbegriff des Schreckens. Mitten in diesen Unruhen begeht Ludwig aus Sicht des Volkes einen weiteren schweren Fehler. Er entlässt seinen Finanzminister, den offenbar allzu beliebten Jacques Necker. Wenige Stunden nach Neckers Entlassung erreicht die Nachricht Paris. Der einzige Mann auf der Seite des Volkes aus dem Zirkel der Macht entfernt. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Am 14. Juli macht das Volk mobil. Als Erkennungszeichen untereinander dient eine schmale Kokarde in Rot und Blau, die Farben von Paris, getrennt durch das Weiß der Bourbonen. Die Trikolore ist entstanden. In der aufgepeitschten Menge ertönt ein Ruf zur Bastille. Mit dem Angriff auf die Bastille, erklärt die Bevölkerung von Paris, ihr da oben könnt euch der Nationalversammlung nicht entledigen. Die Menschen handeln, sie bewaffnen sich, machen deutlich, dass sie auf der Seite der Revolution stehen. Der befehlshabende Offizier der Bastille, Delaunay, versucht die Festung abzuschotten. Doch die Verteidigung ist zwecklos. Die Aufständischen überwältigen die Wachen mit Messern und Lanzen. Delaunay ergibt sich, doch die erzürnte Menge ergreift ihn und schleift ihn durch die Straßen. Die johlende Masse tritt und schlägt ihn, sticht auf ihn ein, bis Delaunay schreit: Lasst mich sterben. Man erweist ihm den Gefallen. Er wird erstochen und, eine revolutionäre Tradition wird hier begründet, sein Kopf auf einen Spieß gesteckt und als Trophäe durch die Straßen getragen. Die Abgeordneten der Nationalversammlung verurteilten diesen Akt der Gewalt nicht umgehend. Tatsächlich akzeptierten sie ihn. Diese Akzeptanz von öffentlicher Gewaltanwendung hat nach Ansicht einiger Experten entscheidend dazu beigetragen, dass die Revolution eine so grausame Entwicklung nahm. Der Rauch über der Bastille verzieht sich langsam. Da kommt Ludwig der 16. zurück von einem Jagdausflug. In seinem Tagebuch notiert er unter dem Datum des 14. Juli 1789 nichts. Er nimmt Bezug auf seine erfolglose Jagd. Ein Berater unterbricht Ludwig, berichtet ihm über die Unruhen und den Fall der Bastille. Ludwig der 16. fragt: Ist das eine Revolte? Nein, Sire, lautet die Antwort. Eine Revolution. Der Sturm auf die Bastille ist der Beginn der Französischen Revolution. Das Volk hat den König herausgefordert und gewonnen. Es gibt kein Zurück.
Als Zeichen ihres Sieges über das feudale System reißen die Menschen, Männer, Frauen und Kinder die Mauern der Bastille ein. Mit bloßen Händen zerstören sie das Ancien Regime. Die Franzosen wollten die Bastille so schnell wie möglich niederreißen. Sie hatten keinen Sprengstoff zur Verfügung, also geschah es mit den Händen. In einem enormen Kraftakt wurde Stein für Stein abgetragen. Die Mauersteine wurden verkauft. Sie waren Sinnbilder für das Ende der despotischen Herrschaft. Der Kampf auf der Straße stärkt auch die Nationalversammlung. Eine neue Verfassung wird niedergeschrieben, genannt die Erklärung der Menschenrechte. In dem neuen Staatsrecht wird das überholte Klassensystem abgeschafft. Alle Menschen werden als wirklich gleich betrachtet. Die Erklärung der Menschenrechte wurde durch die Nationalversammlung beschlossen. In dem Dokument ist niedergelegt, dass die Macht vom Volk ausgeht. Der König wird nicht einmal erwähnt. Mit diesem Dokument beansprucht die Nationalversammlung die Macht für sich. Mit der Nationalversammlung als ihrer Vertretung beginnen die Bürger Frankreichs mit den alten Strukturen zu brechen. Es gibt die Forderung nach einer konstitutionellen Monarchie, nach Gleichbehandlung aller Menschen, nach Gerechtigkeit unter einer Gesetzgebung der Vernunft. Um der Revolution ein Sprachrohr zu verschaffen, fordert Robespierre größere Freiheit für die lange Zeit unterdrückte Presse. Das Ergebnis der Pressefreiheit ist der L'Ami du Peuple, der Volksfreund. Eine scharfzüngige Zeitung voller ätzender Phrasen und Provokationen. Die Zeitung ist das geistige Kind des ehemaligen Arztes Jean-Paul Marat. Nach einer Serie beruflicher Misserfolge lebt Marat in Armut. Eine Zeit lang gar in der Pariser Kanalisation. Dort hat er sich eine schmerzhafte Hauterkrankung zugezogen, die ihn zu ständigen Heilbädern zwingt. Marat ist verbittert. In der Revolution findet er ein hervorragendes Ventil für seinen Hass. Jean-Paul Marat war einer dieser professionell Unzufriedenen. Unglücklicherweise eröffnen Revolutionen solchen Menschen viele Möglichkeiten. Marat ließ seine ganze Missgunst in die Zeitung fließen, die außerordentlich erfolgreich wurde, den L'Ami du Peuple. Marat war von totaler Verbitterung beherrscht. Man muss nur seine Zeitung lesen, um das festzustellen. In seinen Artikeln offenbart er eine ganz und gar paranoide Mentalität. Er wittert überall Verschwörungen. Jeder Mann untergräbt die Revolution. Und die Antwort lautete bei ihm stets Blut, Köpfe. Marat, dem der extravagante Lebensstil des Königshauses zutiefst verhasst ist, nutzt jedes noch so kleine Gerücht, um seinem Zorn auf den König und die Königin freien Lauf zu lassen. Am 2. Oktober 1789 kocht er über vor Ärger. In Paris macht die Nachricht die Runde, dass es in Versailles ein Fest gegeben hat, auf dem die dekadenten Höflinge eine Trikolore, die Fahne der Revolution, auf den Boden geworfen und darauf herumgetrampelt haben. Marat schäumt vor Empörung. Die Zeitung berichtet über die Verunglimpfung. Gerade als eine neue Bedrohung auftaucht. Der König hat wieder einmal Truppen nach Paris beordert. Die Erinnerung an die Bastille ist noch frisch in den Köpfen der Menschen. Marat, außer sich, fordert sie zum Handeln auf. Bürger von Paris, es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Löst euch aus der Erstarrung. Wacht auf! Noch einmal! Wacht auf! 5. Oktober. Der Tag beginnt mit lautem Glockenalarm. Zahllose Frauen haben sich in der Nähe des Rathauses versammelt, um gegen den Brotmangel zu protestieren. Die Angst vor den königlichen Soldaten mischt sich mit dem Ärger über das zügellose Fest am Hof. Bald sind Tausende unterwegs nach Versailles. Mit Spitzhacken, Lanzen und Gewehren. Die Frauen tragen ihre Klagen zum König. Den harten Kern bildeten die Poissardes, die Fischweiber.
Jene Marktfrauen, die für ihren starken Körperbau und ihre Furchtlosigkeit berühmt waren. Sie waren mit riesigen Messern bewaffnet, die zum Teil in der Fische verwendet wurden. Sie waren vom ständigen Kistenschleppen sehr muskulös. Mit ihnen war nicht gut Kirschen essen. Es sind Frauen aus den Elendsquartieren, Fischweiber, arme Frauen, die von den steigenden Preisen für Brot und dem allgegenwärtigen Mangel besonders betroffen sind. Sie wissen, dass sie etwas unternehmen müssen. Es scheint außergewöhnlich, dass diese einfachen Frauen, die zumeist nicht einmal ihren Namen schreiben können, zu Protagonisten in einem geschichtlichen Prozess werden. Die Nachricht, dass eine aufgebrachte Menge auf Versailles marschiert, erreicht im Schloss auch die Königin. Der Legende nach ist dies der Moment für Marie Antoinettes berühmtesten Ausspruch, den sie niemals tat. Marie Antoinette hat nicht gesagt, lasst sie Kuchen essen. Das ist ein Märchen. Bedauerlicherweise hat sie von den Armen so wenig Notiz genommen, dass es nicht einmal für diese Bemerkung gereicht hätte. Angesichts der an die Schlosstore drängenden Menge wird Ludwig klar, dass er die Revolution nicht länger ignorieren kann. Sie steht nun vor seiner Tür. Er willigt ein, die Erklärung der Menschenrechte zu unterschreiben. Den Protest der Frauen kann er damit nicht brechen. Über Nacht wächst die Menge weiter an. Am frühen Morgen lagern rund 20.000 vor dem Schloss. Die Aufständischen fordern ein Ende der jahrhundertealten Distanz zwischen Königshaus und Untertanen. Das Königspaar soll nach Paris kommen. Unentschlossen wie immer bleibt Ludwig eine Antwort schuldig. Sein Zögern provoziert Wut und bringt die königliche Familie ernsthaft in Gefahr. Als die Frauen ihre Forderung nicht umgehend erfüllt sehen, stürmen sie das Schloss. Es macht wirklich den Eindruck, als wollten sie die Königin massakrieren. Die aufrührerischen Frauen dringen in den Palast ein, rufen nach dem Blut der Königin. Sie lynchen Wachen, schneiden ihnen die Köpfe ab und spießen die Häupter auf Lanzen. Sie schrien wie die Todesfeen. Gebt mir ihre Eingeweide, gebt mir ihren Kopf. Ich möchte ein Bein, ich einen Arm. Ich denke, wenn sie ihnen in die Hände gefallen wäre, hätten sie sie in Stücke gerissen. Zu Tode erschrocken flüchtet Marie in Ludwigs Wohnräume. Wenige Minuten, bevor die Frauen in ihre Gemächer eindringen und das Mobiliar in Trümmer legen. Das Königspaar ist nun auf die Gnade des Pöbels angewiesen. Und der fordert Beachtung vom König. Die einzige Möglichkeit, die Frauen zu beruhigen, war, dass die Königsfamilie mit nach Paris kam. Man hatte die Vorstellung, in Paris könnte man sie eher dazu bringen, die Forderungen des Volkes zu erfüllen. 60.000 marschieren los. Sie verlassen Versailles mit Karren und Wagen, gefüllt mit Mehl aus den königlichen Vorratskammern. So wird die Königskutsche nach Paris eskortiert. König und Königin waren gezwungen, nach Paris zu kommen, mit den Köpfen ihrer Wachen, die man im Schloss massakriert hatte. Die Köpfe waren ihnen mit Messern abgeschnitten worden, in einem Moment völlig entfesselter Gewalt. Mit Schminke verziert trug man sie vor der Kutsche her, in der das Königspaar saß. Ludwig und Marie Antoinette beziehen zwangsweise im Palast der Tuilerien Quartier. Versailles werden sie nie mehr wiedersehen. Einmal in Paris sind sie die Gefangenen der Stadt. Sie wissen es, jedermann weiß es. Es gibt klare Grenzen, was sie tun dürfen. Sie sind Gefangene der Hauptstadt, daran gibt es keinen Zweifel. Versailles ist verwaist. Auch die Nationalversammlung zieht nun um nach Paris. Die Macht liegt in den Händen des Volkes. Frankreich wird eine Demokratie bekommen, neue Gesetze. Und eine unversöhnliche Form von Gerechtigkeit erscheint auf der revolutionären Bühne. Die Guillotine. Mai 1791. Fast zwei Jahre sind vergangen, seit das Königshaus und die Nationalversammlung nach Paris gezogen sind. Robespierre spricht häufig vor der Volksvertretung und im Club der Jakobiner.
eine Debattiergemeinschaft, die sich nach ihrem Treffpunkt, einem Kloster des Jakobinerordens, benennt. Worte haben in der Revolution an Bedeutung gewonnen und Robespierre spricht mit unfehlbarem moralischem Instinkt. Sein erstes Interesse, das Wohl des Volkes. Er bekommt den Beinamen der Unbestechliche. Frankreich ist nun eine konstitutionelle Monarchie. Der König muss die Macht mit der revolutionären Nationalversammlung teilen. Doch es scheint, dass sein Anteil mit jedem Tag mehr schwindet. Er unterschreibt gezwungenermaßen Gesetz um Gesetz und begrenzt so seinen eigenen Einfluss und den der anderen feudalen Macht im Staat, der katholischen Kirche. Ludwig sieht allmählich die Zeit gekommen, etwas zu unternehmen, sein Königreich zurückzufordern. Louis had decided by 1791 that he 1791 beschloss Ludwig, die Kontrolle zurückzugewinnen. Aber er wusste, das würde ihm nur mit Hilfe einer fremden Armee gelingen. So beschloss er, Paris zu verlassen und sich zur nächsten Grenze aufzumachen. Juni 1791. Im Schutze der Dunkelheit entkommt die königliche Familie dem wachsamen Auge von Paris. Ludwig und Marie-Antoinette haben sich als Diener verkleidet. Es ist nach Mitternacht, als sie die kleine Stadt Varennes erreichen, 150 Kilometer östlich von Paris. Sie sind der österreichischen Grenze ganz nah. Die Sicherheit ist nur wenige Kilometer entfernt, doch die Flucht in die Freiheit wird jäh unterbrochen. Gerüchte, dass sich die königliche Entourage in Bewegung gesetzt hat, sind ihnen vorausgeeilt. Ein städtischer Wachmann stoppt die Kutsche und fordert die Pässe. Das Misstrauen hat sich gelohnt. Die Unterschrift in Ludwigs Pass zeigt, es ist der König höchst selbst. Der Stadtbeamte ist davon schier überwältigt. Die danebenstehenden revolutionären Wachen dagegen zeigen keinerlei Ehrerbietung. Er hofft, dass die Leute ihn erkennen und zu seinen Gunsten rebellieren werden. Zu seiner großen Überraschung und seinem Entsetzen löst er jedoch keine überschwänglichen Gefühle aus, sondern man betrachtet ihn als Flüchtling, sperrt ihn ein und bringt ihn zurück nach Paris. Die Tatsache, dass der König versucht hatte, sein Volk zu verlassen, war psychologisch eine Katastrophe. Es zerriss das Band zwischen Ludwig und seinen Untertanen endgültig. Nun hatten sie nicht nur einen überflüssigen König, sondern einen, der offensichtlich auch noch ein Verräter war. Das Königshaus gilt jetzt offiziell als Feind der Revolution. Die Macht geht von Ludwig, dem gefangenen König, vollständig auf die revolutionären Kräfte über. Zu den wichtigsten Vertretern der revolutionären Regierung gehört Maximilien Robespierre. Er strahlt nachgerade vor Tugend. Er tritt für das allgemeine Wahlrecht ein, für ein Ende der Sklaverei in den französischen Kolonien. Und ganz besonders leidenschaftlich für die Abschaffung der Todesstrafe. Als Kind der Aufklärung möchte Robespierre all den primitiven Überbleibseln des Mittelalters den Garaus machen. Europas Erbe ist ein ganzes Repertoire verschiedener Hinrichtungsmethoden. Grausame, qualvolle, wie zerreißen, vierteilen, hängen, ertränken, am Pfahl verbrennen. Unter der alten Herrschaft gab es eine ganze Palette grauenvoller Strafen. Das Köpfen war dem Adel vorbehalten. Die Revolution hatte den Anspruch, dass auch im Tod jedermann gleich sei. Für alle sollte also die gleiche Art der Bestrafung möglich werden. Ungeachtet Robespierres Widerstandes soll die Todesstrafe nicht abgeschafft, sondern weiterentwickelt werden. Der Arzt Joseph-Ignace Guillotin schlägt die Einführung einer Tötungsmaschine vor, die, wie er sagt, auf humanitäre Art die Strafe vollzieht. Ein herabfallendes Beil garantiert einen schnellen, schmerzlosen Tod. Vor der Nationalversammlung beschreibt Dr. Guillotin das Gerät so. Der Mechanismus donnert herunter. Der Kopf wird abgetrennt. Blut sprudelt. Der Mensch ist tot.
Immer ein großer Anhänger des Blutvergießens, verfasst der Journalist Marat einen enthusiastischen Artikel. Dem Gerät gibt er den Namen Guillotine. Der Volksmund nennt es bald das Rasiermesser der Nation. Die französischen Revolutionäre sind humanitären Werten verpflichtet. Sie möchten unnötiges Leiden vermeiden. An der Guillotine schätzen sie, dass sie schnell, effektiv und, soweit wir wissen, schmerzlos ist. Jedenfalls konnte niemand zurückkommen und das Gegenteil behaupten. Mit der Guillotine werden auch die revolutionsinternen Feinde zur Strecke gebracht. Nämlich jeder, der im Verdacht steht, die Rückkehr des Königs auf den Thron zu betreiben. Doch noch größere Sorgen bereiten der Nationalversammlung die Feinde außerhalb Frankreichs. Es gibt die Angst vor einer Konterrevolution durch die nach Österreich geflohenen Mitglieder der Königsfamilie. Die Nationalversammlung plädiert mehrheitlich für einen Präventivkrieg gegen Österreich. Robespierre hält das für einen großen Fehler. Robespierre ist einer der wenigen, die dagegen sind. Er befürchtet, dass der Feind siegen wird. Er glaubt, dass Frankreich für einen Krieg nicht gerüstet ist, nicht über die Armee verfügt, die einen Feind besiegen kann. Dieser könnte also vorrücken und die Revolution zerschlagen. Robespierre unterliegt. Im April 1792 erklärt die Nationalversammlung Österreich den Krieg. Dem Land, in dem Marie-Antoinettes Familie regiert. Im Land wächst die Furcht, wenn Österreich die revolutionäre Armee besiegt, wird Ludwig wieder regieren. Marie-Antoinette korrespondiert angeblich mit ihrer Verwandtschaft. Man verdächtigt sie, Truppenbewegungen zu verraten und Frankreichs Interessen zu untergraben. Ebenso wie Ludwig heuchelt sie unterdessen Loyalität mit den neuen Machthabern. Louis und Marie betreiben ein Doppelspiel. Sie geben vor, die Revolution zu unterstützen, während sie gleichzeitig gegen sie konspirieren. Sie versuchen zu überleben, wenn man es aus einem großzügigen Blickwinkel betrachtet. Vom revolutionären Standpunkt aus gesehen sind sie Lügner. Die französische Armee hat bereits schwere Verluste erlitten. Da kommt auch noch die Hiobsbotschaft, dass Österreichs Verbündeter Preußen eingreifen wird. Die Truppen stehen unter dem Kommando des Herzogs von Braunschweig, einem preußischen General. Die Spannung steigt. Paris ist ein Pulverfass. Die Pariser Zeitungen drucken einen Brief des Preußen-Generals. Seine Botschaft lautet: Wenn den Majestäten auch nur ein Haar gekrümmt wird, fällt Paris. Die Drohung des Generals zündet die Lunte. August 1792. Fast 30.000 über die Drohung entrüstete und bewaffnete Bürger streben zum Tuilerienschloss, metzeln dort die Wachen nieder. Bis zum Ende des Tages sterben 800 Menschen auf beiden Seiten. Der König sucht Sicherheit in der Nationalversammlung, aber die Monarchie ist am Ende. Ludwig ist seines Titels beraubt. Die Französische Republik ist geboren. Das Beil der Guillotine wird mit dem Blut von Ludwigs letzten Wachen gefärbt. Und Robespierre, einst ein überzeugter Gegner der Todesstrafe, hat seine Meinung geändert. Die Geburt der neuen Republik kann nur mit dem Tod des Königs beginnen. Dr. Guillotins Apparat schwebt als ständige Drohung über Paris. Das Fallbeil bedeutet den Preis für eine Auflehnung gegen die Revolution. Getauft mit dem Blut der königlichen Wachen wird die Guillotine schon bald dem König selber das Ende bereiten. August 1792. Der König ist abgesetzt und ins Gefängnis geworfen. Robespierre und seine Jakobiner liefern sich mit den moderaten Kräften in der Nationalversammlung, den Girondisten, einen Machtkampf.
Und auf den Straßen von Paris gibt es eine neue politische Bewegung. Als Symbol gegen die Aristokratie tragen ihre Anhänger, einfache Bürger, nicht die übliche Tracht, die Kniebundhose, die Culotte, sondern lange Hosen. Sie nennen sich selber die Sans-Culottes. Die Sans-Culottes betrachteten sich als das wahre Volk. Sie waren nicht die Ärmsten der Armen. Sie waren eher wohlhabend, ordentliche Leute wie Künstler, Ladenbesitzer. Sie beanspruchten zumindest, mit den Händen zu arbeiten. Dass sie keine Bunthosen trugen, war für sie das Symbol, dass sie keine Aristokraten waren, keine reichen Leute, sondern einfache Leute aus dem Volk. Die Sans-Culottes übernehmen in der Pariser Stadtregierung die Macht. Die Geschicke des Landes lenken Jakobiner und Girondisten in der Nationalversammlung. Sie streiten um das Kommando über die bedrängte französische Armee, die ständig Boden verliert, an die Kriegsgegner Österreich und Preußen. Doch der Kampf findet nicht nur gegen den Feind von außen statt. Auch im eigenen Land holt die Revolutionsregierung zum großen Schlag aus. Gegen royalistische Verräter, die Paris an die Invasoren ausliefern könnten. Mehr als 1000 Personen werden verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Priester, Journalisten, einfache Männer und Frauen. Robespierre konzentriert sich auf die innenpolitischen Probleme. Sein Freund, Justizminister Georges Danton dagegen, ruft die Franzosen auf, sich für die Front zu melden. Er ist gesellig, laut und volkstümlich. Alles, was Robespierre nicht ist. Dantons Name ist schon bald in aller Munde. Danton ist eine überlebensgroße Figur voller Kraft und Größe. Er ist trinkfest, ein Verführer. Obwohl er selber aus der Oberschicht entstammt und gebildet ist, ist er jemand, mit dem sich die arbeitenden Menschen identifizieren können, schon körperlich, was bei Robespierre überhaupt nicht der Fall ist. Als die Preußen gefährlich näher rücken, motiviert Danton mit feurigen Reden unzählige Männer dazu, freiwillig in den Krieg zu ziehen. Es gibt da diesen berühmten Moment. Die Armeen Österreichs und Preußens stehen kurz vor dem Einmarsch. Da stellt sich Danton vor die Pariser Bevölkerung und ruft aus: Kühnheit, Kühnheit und noch einmal Kühnheit. Und Frankreich wird gerettet sein. Er war derjenige, der das Land dazu gebracht hat, sich geschlossen dem Feind zu stellen. Die kriegstauglichen Männer ziehen fast alle an die Front. Paris bleibt schutzlos zurück. Die Gefängnisse quellen über. Die Zahl der politischen Gefangenen geht in die Tausende. Die Angst vor einem Massenausbruch geht um. Marat veröffentlicht einen blutrünstigen Aufruf. Die Bevölkerung solle die Gefängnisse stürmen und mit den Insassen kurzen Prozess machen. Die feindlichen Armeen waren auf dem Vormarsch auf Paris. Hätten sie sich dort mit den zahllosen Revolutionsfeinden in den Gefängnissen verbündet, wäre das Ergebnis aus Sicht der Bevölkerung katastrophal gewesen. In der ersten Septemberwoche gibt es schlechte Nachrichten von der Front. Preußen hat Verdun eingenommen. Der Feind steht nur noch wenige Kilometer vor Paris. Die Angst vor dieser Bedrohung entlädt sich in den Gefängnissen. Sie werden im Aufruhr der Sans-Culottes geöffnet und in einem Massaker geleert. Nicht ein Verräter wird am Leben gelassen. Die Sans-Culottes brechen in die Gefängnisse ein. Speziell in solche, in denen widerspenstige Priester, Adlige und politische Gefangene festgehalten werden. Sie inszenieren Stegreifprozesse. Die sind sehr kurz und enden zumeist schlicht in Metzelei. Frauen werden vergewaltigt, verstümmelt. Priestern werden die Eingeweide herausgerissen, Adlige in Stücke gehackt. Mehr als 1600 Menschen werden innerhalb kürzester Zeit abgeschlachtet. Die Septembermorde lösen in ganz Europa Abscheu aus. Die Revolutionsgegner fühlen sich bestätigt. Die Zahl der Sympathisanten wird geringer. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals schreibt die London Times: Sind das die Menschenrechte? Ist das die Freiheit des Einzelnen? Die wildesten, noch unentdeckten vierbeinigen Bestien Afrikas stehen weit über diesen zweibeinigen Pariser Tieren. Die Revolution hat eine grausige Wende genommen. Selbst Robespierre hält eine Grenze für überschritten.
Er sieht ein, dass man die Revolution nicht einfach dem Volk überlassen kann. Dass es Führung braucht. Eine eiserne Hand. Durch die Macht seiner Worte empfiehlt sich der Unbestechliche als der Mann, der die Revolution führen kann. War Robespierre früher ein Verfechter der konstitutionellen Monarchie, sieht er nun überhaupt keinen Platz mehr für einen König. Eine folgenschwere Entscheidung wird getroffen. Frankreich wird über den eigenen Monarchen Gericht halten. Dass Ludwig wegen Hochverrats verurteilt wird, ist klar. Umstritten ist nur die Strafe. Die moderaten Girondisten plädieren dafür, sein Leben zu schonen. Damit stehen sie jedoch allein. Die Girondisten kristallisierten sich als Splittergruppe heraus. Sie standen zwar voll hinter der Republik, waren sich aber keineswegs sicher, dass der König dafür sterben musste. Die Girondisten werden überstimmt von den Jakobinern, die Blut fordern. Warum wollten die Jakobiner den König töten? Nun, wie Robespierre es so treffend formuliert hat, der König muss sterben, damit die Revolution leben kann. Wenn der König Recht hat, hat die Revolution Unrecht. In jedem Rechtssystem hat es für Hochverrat nur eine einzige Strafe gegeben, den Tod. Wenn der König also schuldig ist, sein Land in Kriegszeiten verraten zu haben, muss er den Tod eines Verräters sterben. Am 20. Januar 1793 wird Ludwig XVI. Schuldig gesprochen. Die Strafe? Tod durch die Guillotine. An diesem Abend sieht er seine Familie kurz wieder. Gefasst, trotz ihrer Tränen, verspricht Ludwig, sich am nächsten Morgen endgültig zu verabschieden. Er bricht das Versprechen. Er kann die Verzweiflung der Familie nicht ertragen und will auf dem Weg zur Guillotine keine Schwäche zeigen. Am nächsten Morgen bringt ihn eine Kutsche zu seiner Hinrichtung. Mit unbewegter Miene besteigt der Bürger Louis Capet, vormals Ludwig XVI., König von Gottes Gnaden, das Schafott. Er versucht, eine Rede zu halten. Ich hoffe, dass mein Tod meinem Volk Glück bringen wird. Ich bete für Frankreich, dass ihr nicht den Zorn Gottes erleiden müsst. Doch ein Trommelwirbel übertönt ihn. Um 10.22 Uhr fällt der Kopf des Königs. Marie hört im Gefängnis Kanonenschüsse vom Tod ihres Mannes künden. Sie bricht verzweifelt zusammen. Der König ist tot. Die Revolution hat gesiegt. Doch schon bald können auch ihre Feinde einen Sieg für sich reklamieren. Ihr Opfer? Der Mann, der das Rollen so zahlreicher Köpfe gefordert hat. Jean-Paul Marat. Die Hinrichtung des Königs markiert den Sieg der Revolution, die Geburt einer jungen Nation, der Französischen Republik. Doch die Freiheit ist mit dem Blut Ludwigs XVI. Noch nicht gewonnen. Ende 1792 fürchten die radikalen Jakobiner, die Revolution könne verraten werden. Sie wollen die feudale Macht endgültig auslöschen, mit immer gewaltsameren Methoden. Die Girondisten, die eher die Landbevölkerung repräsentieren, möchten die Revolution dagegen beenden. Sie sehen die Gefahr eines Bürgerkrieges. Ihr lautstärkster Gegner ist Jean-Paul Marat. In wütenden Tiraden beschimpft er die Girondisten, sie würden die Revolution untergraben, und er nennt zahllose Namen.
Früher hatte er die Hinrichtung von 200 Menschen gefordert. Jetzt sollen 200.000 oder mehr Köpfe rollen. Wenn man sich Marats Artikel anschaut, findet man ein durchgängiges Prinzip. Das heißt, extremer sein als alle anderen. Den Tod von Menschen fordern. Die ganze Zeit sagt er, wenn wir nur ein paar Köpfe abschlagen, wird alles gut. Und wenn es noch nichts geholfen hat, müssen eben noch ein paar Köpfe rollen. 1792 beginnen die Menschen in Paris, sich gegenseitig umzubringen. Und Marat ist der Erste, der das als sein Verdienst beansprucht. Die radikale Bewegung hat nicht alles unter Kontrolle. Außerhalb von Paris sind die Menschen entsetzt über die zunehmende Brutalität der Jakobiner. Sie möchten, dass das Blutvergießen endlich ein Ende findet. Diese Ansicht ist auch Charlotte Corday, eine entschlossene junge Frau aus der Provinz. Charlotte Corday ist eine ganz durchschnittliche Frau aus Caen. Die Massenhinrichtungen während des Terrors stoßen sie ab. Sie hält Marat wohl zu Recht für denjenigen, der für die Radikalisierung der Revolution maßgeblich verantwortlich ist. Mit seinem Ruf nach Köpfen ist er ins allgemeine Blickfeld geraten. 13. Juli 1793. Charlotte Corday kommt nach Paris. Sie weiß, dass der Freund des Volkes ein offenes Haus führt, dass man ihn fast zu jeder Tages- und Nachtzeit antreffen kann, in seiner Wanne sitzend, ein medizinisches Bad nehmend. Charlotte behauptet, Marat eine Liste von Kollaborateuren aus Caen übergeben zu wollen. Marat ist sehr interessiert und verspricht, die Schuldigen würden gleich am nächsten Tag hingerichtet. Während sie ihm das Papier überreicht, holt sie ein Stilett hervor und sticht es ihm in die Brust. Der sogenannte Freund des Volkes stirbt. Die hasserfüllte Stimme der Zeitung ist zum Schweigen gebracht. Als die Revolution blutrünstig wurde, war es leicht zu sagen, das war seine Schuld. Das war einer der Gründe, aus denen Charlotte Corday ihn umbrachte. Sie betrachtete ihn als verantwortlich für viele der blutigen Gräueltaten, die bereits begangen worden waren. Charlotte Corday lässt sich widerstandslos verhaften. In ihrer Verhandlung zeigt sie keine Reue, sondern Stolz. Was wollten Sie mit der Ermordung Marats erreichen? Frieden. Jetzt, wo er tot ist, kann wieder Frieden im Land einkehren. Charlotte Corday wird umgehend hingerichtet. Der Traum vom Frieden stirbt mit ihr. Sie hat den Menschen Marat getötet, aber auch die Legende Marat geschaffen. Berühmt geworden, nicht zuletzt, durch das Bild des Revolutionsmalers Jacques-Louis David. Er wurde zum Märtyrer, zu einer fast religiösen Figur. Es gab Leute, die begannen ihre Gebete mit Herz Jesu, Herz des Marat. Bei seiner Beisetzung hatte man die Badewanne, in der er ermordet worden war, auf den Altar gestellt, als wäre sie eine Art Kruzifix. In Davids Darstellung von Marats Tod gibt es in der Art, wie sein Körper drapiert ist, eine signifikante Ähnlichkeit mit dem vom Kreuz genommenen Jesus in den klassischen Darstellungen der Pietà. Es wird deutlich eine Verbindung zwischen Jesus und Marat hergestellt. Marat symbolisiert den neuen Gott in der radikalen Republik. Robespierre ist neidisch auf die Verehrung, mit der Marat überhäuft wird. Doch er wendet sich schnell anderen Dingen zu. Denn auch wenn Marat tot ist, gibt es noch viele, die lauthals nach Rache und Blut rufen. Vor allem nach königlichem Blut. Die Conciergerie, das Vorzimmer des Todes. 8 Monate nach der Hinrichtung ihres Ehemannes und wenige Tage nach der von Charlotte Corday sitzt Marie-Antoinette gefangen in einer kleinen, dunklen Zelle. Mutterseelenallein.
Nach der Hinrichtung Ludwigs war für Marie das Schlimmste, dass ihr die Kinder genommen wurden. Die Kinder waren ihr sehr wichtig. Ihr war klar, dass ihr Sohn von den Revolutionären übel misshandelt werden würde, um ihn seine königliche Herkunft vergessen zu machen. Und sie sollte Recht behalten. Es dauerte nur wenige Jahre, bis ihr Sohn an den Folgen von Vernachlässigung und Misshandlung starb. Terrible neglect and abuse. Marie Antoinette ist erst 38 Jahre alt. Doch die Revolution hat sie vorzeitig altern lassen. Marie Antoinette war eine sehr schöne Frau, elegant. Doch mit dem Beginn der Revolution 1788-89 magerte sie ab. Ihr Haar wurde weiß. Sie verlor alle Schönheit, die Koketterie und ihre schönen Sachen. Sie war sehr, sehr dünn. Bei ihrem Prozess war sie kaum noch wahrnehmbar. Am 15. Oktober wird auch Marie der Prozess gemacht. Sie ist des Hochverrats angeklagt und der Plünderung der nationalen Schatzkammern. Als Beweise dienen allerdings nur Gerüchte. Der letzte Anklagepunkt lautet Inzest mit dem eigenen Sohn. Hier springt Marie auf, um sich zu verteidigen. Ich appelliere an das Gewissen und die Gefühle jeder hier anwesenden Mutter, zu erklären, ob es auch nur eine unter euch gibt, die nicht erschauern würde bei diesem schrecklichen Gedanken. In diesem Augenblick gab es einen Stimmungswandel, denn alle Frauen fühlten sich einbezogen und verstanden, dass man mit diesen Anschuldigungen zu weit gegangen war. Angesichts der plötzlichen öffentlichen Anteilnahme hofft Marie, nach Österreich deportiert zu werden. Hoffnungen, die mit dem Urteilsspruch zunichte gemacht werden. Sie soll das Schicksal ihres Mannes teilen. Marie war auf gewisse Weise von Beginn an chancenlos. Sie war das Symbol für das Bündnis mit Österreich, das für Frankreich ein Reinfall war. Gemeinsam mit ihrem Mann war sie wegen ihres sexuellen Versagens Gegenstand des Gespötts. Sie war das Symbol der höfischen Kultur in einer Zeit, als das Volk begann, den Hof als korrupt und schädlich für das Land anzusehen. Aus all diesen Gründen war sie so verhasst wie keine Königin Frankreichs vor ihr. Sie wurde verabscheut und beschimpft. In der Conciergerie schreibt Marie einen Abschiedsbrief an ihre Kinder und ihre Familie. Sie verspricht, tapfer zu sein. Ihr langes graues Haar wird in Vorbereitung auf die Hinrichtung kurz geschnitten. Ihre Hände sind gefesselt. Als sie aus dem Gefängnis geführt wird, erwartet sie, eine Kutsche vorzufinden. Doch dort steht nur ein Karren, wie für gewöhnliche Kriminelle. Als sie zur Exekution abgeholt wird, hofft sie, die gleiche Behandlung zu erhalten wie der König. Also eine geschlossene Kutsche, durch die das Volk sie nicht sehen könnte. Doch man steckte sie in einen offenen Wagen, sodass die Leute ihr lauter furchtbare Verwünschungen entgegenschreien konnten. Nur noch ein Schatten ihrer selbst, der Majestät, die sie einmal gewesen ist, behält Marie Antoinette dennoch den ganzen Weg bis zur Guillotine ihre königliche Würde bei. Mit unbewegter Miene in einem offenen Karren sitzend, vorgeführt in den Straßen von Paris. Ihr Name wird verlesen und die Anklagepunkte. Dann ist die letzte Königin Frankreichs nur noch Erinnerung. 2 Wochen und zahllose Hinrichtungen später beklagt ein Mitglied des Nationalkonvents, dass so viele Leben sinnlos der Guillotine geopfert werden. Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder, sagt Danton. Ein anderer hält dagegen. Revolutionen, mein Freund, macht man nicht mit Rosenwasser.
Der düsterste Abschnitt der Revolution steht erst bevor. September 1793. 4 Jahre Revolution haben Frankreich zerrissen. In den Provinzen gibt es blutige Aufstände. In dem sich hinziehenden Krieg gegen Europa schwere Verluste. Die Briten haben die Hafenstadt Toulon eingenommen. Die europäischen Feinde machen Anstalten, Frankreich zu schlucken. Frankreich ist das größte und bevölkerungsreichste Land Westeuropas. Und es war immer eine große Militärmacht. Als es in die Revolution schlitterte, sahen seine traditionellen Feinde, aber auch seine Verbündeten die Chance, nicht unbedingt sich ein Stück Land einzuverleiben, aber schon sich an Frankreich zu bereichern und es zu schwächen, und zwar dauerhaft. Frankreich steht in Europa isoliert da. Von den Briten wird der Handel blockiert, von Österreich und Preußen wird es angegriffen und besetzt. Die Pariser befürchten ein Blutbad, das es bei einem Sieg der Konterrevolutionäre geben würde. Danton und Robespierre, die Starredner des Konvents, sehen die Notwendigkeit, hart durchzugreifen. Sie überzeugen ihre Mitstreiter, eine neue Art Kriegsrecht auszurufen. Es ist an der Zeit, dass alle Franzosen gleich behandelt werden. Es ist Zeit, diese Gleichheit durchzusetzen, und zwar mit deutlichen Urteilen gegen Verräter und Spione. Terror ist die Parole. Damit wird ein neues Kapitel der Revolution aufgeschlagen. Die Zeit brutaler Unterdrückung, genannt die Phase des Terrors. Die grundlegenden Rechte, gerade erst in der neuen Verfassung garantiert, werden außer Kraft gesetzt. Im ganzen Land wird nach Saboteuren gefahndet. Jedermann, der der Konterrevolution verdächtig ist, wird sofort verhaftet, schnell verurteilt und zumeist hingerichtet. Die Herrschaft des Terrors war als eine Art Notstandsregierung gedacht. Unter Terror verstanden sie, die Feinde der Republik in Angst und Schrecken zu versetzen, damit diese entweder auf Linie gebracht oder eben verhaftet und beseitigt würden. Der geringste Verdacht kann jedermann aufs Schafott bringen. Politiker, die ein zu freundliches Wort über die Monarchie fallen lassen. Jemand, der die formalen Anreden Monsieur oder Madame benutzt, anstelle des neuen Bürger. Die Spitzel sind überall. Nachbarn denunzieren einander. Ununterbrochen rattern in den Straßen von Paris die Räder der Gefangenenwagen. Die Exekution schwebte gewissermaßen über den Köpfen der Menschen, in dem Sinne, dass überall in Paris Spitzel lauerten. In der Schlange für Brot wurde gelauscht, was die Frauen redeten. Und wenn ihnen das Gerede nicht gefiel, konnten die Spitzel sie ausliefern. Man konnte verhaftet werden, nicht nur, weil man sich über den Brotpreis beklagte, sondern weil man zum Beispiel zu wenig Begeisterung über den Fortgang und die Erfolge der Revolution zeigte. Jede Äußerung, die man tat, konnte einen in Schwierigkeiten bringen. For commentary could get you into trouble. Der Konvent setzt ein Revolutionstribunal ein. Es fällt mit gnadenloser Härte Todesurteile am laufenden Band. Und eine kleine Gruppe Jakobiner hat die ganze Fülle der Macht an sich gerissen. Der Wohlfahrtsausschuss. Die absolute Macht wurde an eine kleine Gruppe delegiert, den Ausschuss für öffentliche Wohlfahrt. Ihm gehörten 12 Personen an, die Frankreich diktatorisch regierten. Mit seinem Redetalent und seinen revolutionären Visionen beansprucht Robespierre, der Wortführer dieses Ausschusses zu sein. Und er erhebt die Forderung nach noch mehr Blut. Eine Ironie von Robespierres politischem Leben ist, dass er einer der ersten Gegner der Todesstrafe war. Und natürlich wird ihm das später vorgehalten, als er ein genauso enthusiastischer Befürworter von Terror und Guillotine geworden ist. Er ist niemals näher darauf eingegangen, außer mit den Worten: Die Zeiten haben sich geändert. Die Revolution hat Robespierre hartherzig werden lassen.
Einst hat er für die Pressefreiheit gestritten, nun führt er die Zensur wieder ein. Die katholische Kirche steht bereits am Pranger. Robespierre sieht untätig zu, wie auch der Glaube selbst zunehmend unter Druck gerät. Jacques-René Hébert, ein besonders radikaler Revolutionär, fordert die Abschaffung des Christentums. Als Krieg und innere Rebellion ihren Höhepunkt erreicht hatten, hieß es, die Wurzel aller Übel seien die Priester und die Religion. Und um jemals sicher zu sein vor den Feinden der Revolution, müsse man die Macht der katholischen Kirche vernichten. Aberglaube, Fanatismus machten die Religion aus. Deshalb müsse man die Religion insgesamt ausrotten. Straßen mit dem Zusatz Saint werden umbenannt. Religiöse Symbole zerstört und durch einen neuen Heiligen ersetzt. Marat. Die radikalen Revolutionäre erklärten die Kirche zum Feind. Aus Kirchen und Kathedralen wurden die Altäre gerissen, Kirchenfenster und Statuen zerschmettert. Kirchenschätze wurden einfach abtransportiert. Für Europa war das noch schockierender als der Tod des Königs. Nicht einmal den christlichen Kalender spart man aus. Die Jahre werden nicht mehr von der Geburt Christi angezählt, sondern vom September 1792. Das Ende der Monarchie ist nun das Jahr 1. Monate werden nach den Jahreszeiten benannt. Juli wird Thermidor, April Floréal. Eingeteilt sind die Monate in 3 Wochen. Jeder hat 10 Tage. Der revolutionäre Kalender wurde als Waffe gegen das Christentum entworfen. Mit einer 10-Tage-Woche gab es keinen Sonntag mehr. Man hoffte, die Leute würden irgendwann vergessen, was ein Sonntag ist. Der von der Regierung verordnete Terror breitet sich in ganz Frankreich aus. Aufstände werden mit gnadenloser Brutalität niedergeschlagen. In Lyon, wo die Widersacher der Revolution das Sagen haben, wird ein grausames Exempel statuiert. Hunderte Konterrevolutionäre werden gefesselt, auf ein Feld getrieben und niedergeschossen. Auch in der Vendée, einer Region im Westen Frankreichs, hat die Revolution mehr Feinde als Freunde. Dort werden Rebellen und Priester gefesselt, in Boote gesteckt und erbarmungslos versenkt. Allein in der Vendée kostet der revolutionäre Terror rund 100.000 Menschen das Leben. In Paris fällt das Beil der Guillotine in immer kürzeren Abständen. Die französische Armee kann immerhin Boden gut machen. Unter dem Kommando eines brillanten jungen Befehlshabers, Napoleon Bonaparte, wird die britische Flotte bei Toulon in die Flucht geschlagen. Mit der Revolution geht es wieder aufwärts. Robespierre ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Feinde der Revolution sind weitgehend vernichtet, ihr Fortbestand mit Terror gesichert. Eine Zeit lang war der Terror sehr effektiv, um das Land und die Regierung zu einen. Man hatte ja Krieg an mehreren Fronten. Erstens gegen die externen Feinde, dann den Bürgerkrieg in der Vendée, der blutigste war. Und drittens gegen die Girondisten und andere Revolutionäre, die sich gegen die Regierung in Paris stellten. Der Terror hat seine Ziele erreicht. Aber beendet ist er damit nicht. Erst muss er den Mann verschlingen, der ihn entfesselt hat. Maximilien Robespierre. Mit blutigem Terror hat Maximilien Robespierre die Revolution gerettet. Die Armee ist wieder siegreich. Interne Machtkämpfe sind alles andere als gelöst. Doch auf dem Höhepunkt seines Erfolges widmet sich Robespierre nun erhabeneren Zielen. Mit noch mehr Terror will er eine neue Gesellschaft formen. Eine Republik der Tugend. Mit Tugend meint Robespierre staatsbürgerliche Tugend, eine aktive Haltung. Man kann zum Beispiel nicht einfach ein tugendhafter Bürger sein, indem man die Gesetze befolgt und den Kopf senkt. Man muss sich aktiv an den Aufgaben des Staates beteiligen. Für Robespierre heißt das auch, die Staatsfeinde zu bekämpfen.
Am 5. Februar 1794 bringt Robespierre die Quintessenz seiner Philosophie zum Ausdruck. Terror ohne Tugend ist verhängnisvoll. Doch ohne Terror ist die Tugend machtlos. Er verbindet Terror mit Tugend. In seinem Denken ist Terror ein Instrument, mit dem Tugend geschaffen werden kann. Manche widersprechen. Danton zum Beispiel sieht die Revolution auf dem falschen Weg. Für Danton und seine Gefolgsleute, die Dantonisten, ist die Zeit gekommen, den Terror zu beenden. Dieser hat seinen Zweck erfüllt und die Gefahr wächst, dass sich die Revolution am eigenen Feuer verzehrt. Im Frühjahr 1794 verbessert sich die Situation etwas. Die Versorgungslage ist nicht mehr ganz so schlecht. Es gibt Erfolge im Krieg. Danton möchte die Regierung auf ein neues Fundament stellen und die Dinge allmählich normalisieren. Robespierre hält die Zeit noch nicht für reif. Danton kündigt an, über die Fortsetzung des Terrors eine öffentliche Debatte in Gang zu setzen. Robespierre sieht darin einen direkten Angriff. Er betrachtet es nicht als eine politische Meinungsverschiedenheit, sondern als potenziellen Verrat. He will see it as potential treason. Und auf Verrat gibt es in Robespierres tugendhafter Republik nur eine Antwort. Die Dantonisten werden umgehend verhaftet und zum Tode verurteilt. Robespierre hat Tausende in den Tod geschickt. Aber mit diesen Exekutionen hat er doch seine Schwierigkeiten. Bei der Enthauptung seines früheren Freundes und Verbündeten fehlt er. Kurz bevor Danton unter dem Fallbeil stirbt, ruft er aus: Ich bedauere einzig, vor diesem Schuft Robespierre zu sterben. Mit den Dantonisten sind die letzten politischen Gegner aus dem Weg geräumt. Robespierre kann seine Schreckensherrschaft noch ausweiten. Er führt die Republik in noch blutigeren Schrecken, den großen Terror. Der große Terror, so wurde die letzte Phase vom Frühjahr bis zum Sommer 1794 genannt. Das Tempo der Exekutionen beschleunigte sich extrem. In Paris wie in anderen Landesteilen wuchs die Paranoia, denn man konnte die Zahl der Hinrichtungen immer noch steigern, bis es allein in Paris 800 im Monat waren und am Ende gar noch mehr. Die Pariser Henker haben mehr zu tun als je zuvor. Am 6. Juni 1794 aber hält das Rumpeln der Gefangenenwagen für einen Tag lang inne. Die Guillotine steht still. Robespierre hat einen neuen Feiertag ausgerufen, den des höchsten Wesens. Er möchte den alten Gott durch einen neuen ersetzen, einen der Vernunft. Robespierre selbst war niemals Atheist. Er meinte, das Volk brauche etwas, an das es glauben könne. Er unterstützte den Kult des höchsten Wesens. Es gab diese Inszenierung im Juni 1794 mit weiß gekleideten Chören und einer Art Pappmaché-Berg, der im Zentrum von Paris aufgebaut wurde. Im entscheidenden Moment der Zeremonien tauchte Robespierre wie eine Erscheinung auf dem Berg auf, bekleidet mit einer Toga. In diesem Moment haben wohl viele Leute gedacht, für wen hält er sich eigentlich? Für Gott? Für den König? Angesichts der jeder Kontrolle entglittenen Gewalt fragen sich Robespierres Mitstreiter, ob er mit der Idee vom höchsten Wesen den Bezug zur Realität verloren hat. Manche dachten, Robespierre habe eine so hohe und unangreifbare Position erreicht, dass er nicht mehr auf den Boden zurück könnte, dass Fanatismus ihn überwältigt habe. Andere dachten, dass er schlicht verrückt geworden sei. Einmal mehr verdächtigt Robespierre jeden in seiner Umgebung, auch seine engsten Anhänger. Am 27. Juni, jetzt der 9. Thermidor, hält er im Konvent eine lange, drohende Rede. Es ist die letzte, die er halten wird. Er macht einen großen taktischen Fehler. Er erklärt, eine neue Liste der Feinde der Republik zu haben. Jedermann fürchtet natürlich, auf dieser Liste zu stehen. Als er am nächsten Tag kommt, um die Namen bekannt zu geben, wird er verhaftet. Zu seiner völligen Überraschung schreien die Abgeordneten Robespierre nieder. Er ist wie erstarrt. Der Konvent erklärt ihn zum Verbrecher und lässt ihn verhaften. Robespierre und seine letzten Verbündeten werden ins Rathaus gebracht,
und bleiben dort die Nacht über unter Bewachung. Am nächsten Morgen sind Schüsse zu hören. Die Wachen stürzen in den zweiten Stock. Sie stoßen auf ein grausiges Bild. Einer von Robespierres Mitgefangenen ist aus dem Fenster gesprungen. Ein weiterer hat sich erschossen. Robespierre wird halb bewusstlos gefunden, mit einer Kugel im Gesicht. Sein Kiefer ist zerschmettert, doch sein Selbstmordversuch ist gescheitert. Seine letzten Stunden verbringt Robespierre auf einem Tisch im Wohlfahrtsausschuss. Von hier aus hat er ein Schreckensregiment geführt, Frankreich in Blut und Gewalt versinken lassen. Seine früheren Freunde verspotten und beleidigen ihn, doch Robespierre kann nicht mehr antworten. Der Großmeister der Worte muss schweigen. In der Conciergerie, in der bereits die letzte Königin auf den Tod gewartet hat, wird Robespierre für das Rasiermesser der Nation vorbereitet. Sein Zellengenosse, Saint-Just, zeigt auf ein Bild der Menschenrechtserklärung und sagt: Immerhin haben wir das erreicht. Robespierre hat eine Revolution angeführt. Er hat Frankreichs Gesicht verändert. Er wollte eine gerechte Demokratie erbauen und hat eine blutige Diktatur geschaffen. Robespierre ist dazu bestimmt, selber ihr letztes Opfer zu werden. Plötzlich gibt es eine allgemeine Begeisterung dafür, den Terror zu beenden. Aber niemand weiß wie. Doch von einem Punkt sind alle überzeugt, dass nämlich Robespierre dafür beseitigt werden muss. Am 27. Juli 1794 fällt das Beil der Guillotine auf den Unbestechlichen nieder. Der Terror hat seinen letzten Blutzoll gefordert. Mit Robespierre stirbt auch der Terror. Die Revolution dagegen nicht. Menschenrechte, Demokratie, die neue Republik. Diese Errungenschaften werden die Revolutionäre überleben. Frankreich erlebt zunächst eine Zeit der Ungewissheit. Erstarrt zwischen der Angst vor neuem Terror oder, schlimmer vielleicht, der Rückkehr einer repressiven Monarchie. Nach 5 Jahren Stillstand wird die Macht wieder in der Hand eines einzigen Mannes liegen, Napoleon Bonaparte. Historiker sind sich uneins, wann genau die Revolution eigentlich endete. Einige glauben, sie starb mit dem Aufstieg Napoleons. Andere sind der Ansicht, dass sie bis ins 19. Jahrhundert und länger andauerte. The Revolution was the first and enduring model of Die Revolution war das erste Beispiel dafür, dass ein Volk sein Schicksal selber in die Hand nahm. Die Tatsache, dass die älteste, am stärksten etablierte und prachtvollste Monarchie in Europa von der Geschichte überrollt werden konnte, hatte extreme Auswirkungen. Die Revolution hat die alte Gesellschaftsordnung, das feudale System, beseitigt und für immer die westliche Zivilisation geprägt. Die französische Revolution hat die Frage aufgeworfen, wie viel Gewalt gerechtfertigt ist, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Hat das Volk das Recht, ein als ungerecht empfundenes System zu stürzen und es durch ein, wie es glaubt, gerechteres zu ersetzen? Wie viel Gewalt ist dabei gerechtfertigt? Diese Frage stellt sich heute noch. Während sie ihr Land in die Zukunft führten, mögen sich Robespierre und seine Verbündeten manchmal gefragt haben, was wohl das Ergebnis sein wird. Auch über 200 Jahre nach der Geburt der Französischen Republik schwebt der Geist Robespierres über den revolutionären Bewegungen rund um den Globus. Russland, Vietnam, China, Lateinamerika. Der französische Weg in die Demokratie hat ähnliche Experimente in der ganzen Welt beeinflusst. Und wo immer Tyrannei ihre Wurzeln schlägt, der Ruf nach Gerechtigkeit ist überall der gleiche. Nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nach Revolution.